herzlich willkommen im Fotolia Lab in Berlin im Prenzlauer Berg. Mein Name ist Murat Eremel und ich bin bei Fotolia Deutschland zuständig für Marketing und PR. Wir haben hier heute die Vernissage zur Dogma Award Ausstellung. Es geht beim Dogma Award natürlich um Fotografie und um Bildbearbeitung, beides Themen, mit denen Fotolia sehr eng verwandelt ist. Und wir unterstützen genau deswegen den Dogma Award dieses Jahr schon zum 5. Mal in Folge. Hallo, ich bin Christoph von Dogma. Dogma, für alle, die das nicht wissen, ist ein Magazin für digitale Bildbearbeitung. Das Thema des diesjährigen Dogma Awards: Rollenbilder, Sein, Schein und Inszenierung. Was wir uns dabei gedacht haben, ist die Menge der Bilder, bei der Leute sich in ihren sozialen Medien anders darstellen, als sie im Alltag sind. Was den Award so besonders macht, ist die enorme Zeit, die die einzelnen Einsender mit den Bildern verbringen, da sie teilweise Stunden und Tage lang ihre Bildideen mit den digitalen Werkzeugen umsetzen. Wir haben drei Kategorien, in die sich die Teilnehmer selber einordnen. Es gibt Lehrlinge, Gesellen und Meister. Mein Name ist Elena Helfrecht, ich bin Gewinnerin der Kategorie Lehrling und mein Bild heißt Human Doll. Das ist ein Selbstporträt, das einhändig am Fenster entstanden ist, nämlich so. Das kritisiert für mich eben einfach so die gängigen Schönheitsideale der Medien. Also das Einzige, was hier noch als menschlich erkennbar ist, sind eben natürlich die Lippen, die sehr spröde sind, wo man die Struktur noch erkennt. Und der Rest ist porzellanig, alle Poren, alle Unreinheiten, alles entfernt. Ich habe einmal natürlich mit meinem Bild hier gearbeitet und habe dann auch noch, ich habe eine Kugelgelenkpuppe genommen und habe die eben im gleichen Licht so fotografiert, sodass ich das Gelenk quasi in meinen Arm arbeiten konnte. So ist das entstanden. Die Bilder, vor denen ich hier stehe, repräsentieren den ersten Platz der Gesellen. Dabei handelt es sich um die Facebook-Inszenierung. Der Künstler hat dieses Bild hier zum Beispiel Joining a Group genannt und auch die anderen haben Namen, die sich an Facebook-Aktivitäten orientieren. Was ich daran sehr beeindruckend fand, ist die Idee, die dahinter steckt, solche für uns inzwischen sehr typischen Facebook-Begriffe einfach mal in Bildform zu gießen und das mit einem sehr, sehr hohen künstlerischen Anspruch zu tun. Hier stehe ich vor Platz 4 der Kategorie der Meister. Dieses Bild ist technisch extrem anspruchsvoll, weil der Künstler nicht nur mit fotografischen Techniken gearbeitet hat, sondern auch mit 3D-Elementen, die er in die Komposition hineingebracht hat. Die heutige Vernissage ist der Auftakt zur zweiten Ausstellung des Dogma Awards. Zuvor war die Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt zu sehen. Wir möchten jeden einladen, sich die Ausstellung hier in Berlin anzuschauen. Sie läuft bis zum 28. November, jeden Tag von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende auf Anfrage. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei unserem Kooperationspartner Epson bedanken, der diese wundervollen Drucke produziert hat.